Moin an alle Leute, die dieses Video gucken. Ja, ich melde mich seit langer Zeit mal wieder zurück. Ja, ganz einfach, warum? Ich hätte mal Bock, endlich mal ein Video zu machen. Und auch gleich sowas hier. Ich weiß nicht, ich habe seit langer Zeit eigentlich generell Bock, irgendwie Vlogs zu machen. Und bin dann nie dazu gekommen, hatte irgendwie eine Idee gesucht, auf was ich richtig Bock habe. Und dann dachte ich mir halt irgendwie, ja, ich kenne das von anderen YouTubern, die das so in der Art auch machen, sich einfach mit auch beim Autofahren filmen, ein bisschen was dazu quatschen. Ich fand das eigentlich eine ganz coole Idee, hab mir so ein Stativ besorgt, mit an dem die gerade eine GoPro von mir hängt. Und dachte, ich schwatze dann einfach mal ein bisschen was, was ich halt auf meinem Kanal jetzt gerne machen möchte in Zukunft. Auf was ich so halt so Bock habe. Die meisten Leute fragen mich ja noch immer noch nach Arma, wann da mal wieder was kommt und ob ich da überhaupt noch mal irgendwas mache. Ich kann dazu nur sagen, ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt eigentlich eine SSD besorgt vor einer Woche und hatte eigentlich Bock, denn jetzt auch mal wieder zu zocken. Aber ich kann es leider den Leuten nicht wirklich sagen, ob ich noch mal zocken werde. An sich habe ich schon Bock, aber irgendwie, ich weiß halt auch nicht. Ich muss mal mit den Leuten schwatzen, mit denen ich damals gezockt habe. Ich weiß, dass die auch gerade wieder zocken auf dem Server, wo ich vorher gezockt habe. Aber wie gesagt, ich musste denen mal halt quatschen, gucken, wie es bei denen aussieht, was die gerade machen, ob die überhaupt noch zocken, ich weiß es wie gesagt nicht ganz genau. Aber an sich habe ich eigentlich voll Bock, gerade so wie jetzt, so Vlogs zu machen. Ich weiß nicht, ich habe das halt, ich kenne das von Leuten, die auf YouTube halt irgendwie beim Motorradfahren irgendwie Vlogs machen. Dann halt von Leuten, von größeren YouTubern, die es halt irgendwie beim Autofahren machen. Und ich habe eigentlich richtig Bock, sowas in der Art zu machen. Generell quatsche ich unheimlich gern über irgendwelche Themen. Und ich dachte mir halt, hey, ich habe mir ein neues Auto gekauft vor ein paar Monaten, fahre es eigentlich sehr, sehr gerne, auch einfach mal so freizeitmäßig. Warum nimmst du halt dann nicht da irgendwas auf, machst irgendwie Leute, quatscht über irgendwas. Vielleicht gucken es ja Leute. Ja, und vorweg, so für die Leute, die mich halt persönlich kennen oder generell mich so vom Aussehen her kennen, wenn sich fragen, so, ach du Schande, wie sieht denn aus? Ja, ganz einfach, ich habe eine neue Brille. Weil, und ohne Scheiß, und ich finde die Brille so super. Ich hatte vorher so eine ganz komische Brille, die sah eigentlich echt scheiße aus. Die hatte ich auch schon 7 oder 8 Jahre alt. Und ja, habe die jetzt vor ein paar Tagen verloren. Manche fragen sich jetzt, wie verliert man halt eine Brille? Keine Ahnung, ich kann halt sowas. Ey, und ja, dann kam ich halt einfach zu, mir eine neue Brille zu holen. Habe sie seit heute erst. Und ey, ich finde sie mega geil. Ich finde sie optisch, wie sie sitzt, einfach total super. Ich meine, ich dachte eigentlich vorher, ich bin überhaupt kein Brillenmensch, aber ich muss endlich sagen, so wie die Brille aussieht, also mir gefällt sie sehr gut. Ich werde sie gerne tragen, aber zuallererst, es ist mega komisch. Also meine Augen haben sich anscheinend so krass verschlechtert, das ist richtig, richtig merkwürdig. Also ich meine, ich sehe jetzt natürlich wieder richtig deutlich, aber so die ersten paar Minuten die Brille auf war richtig merkwürdig, echt. Das ist richtig komisch gewesen, aber ich bin echt sehr zufrieden mit der Brille. Gerade so beim Fahren merkt man schon so irgendwie, wow, da hast du selbst mit Brille vorher schlechter gesehen. Das ist richtig, richtig komisch. Und an sich fahre ich halt eigentlich schon lieber gerne mit Brille. Einfach weil es halt mega angenehm ist. So, ja, man fühlt sich halt einfach sicherer beim Fahren. Und gerade mit dem Auto, was ich jetzt fahre, ist es halt, ja, wenn man da mal Gas gibt, so, dann möchte man doch schon lieber alles gerne sehen. Ja, wie gesagt, ich würde mich gerne mal einfach mal wieder melden. Ein bisschen was erzählen. Ich habe in Zukunft halt vor, wirklich mehrere Vlogs zu machen. Hoffentlich einmal die Woche, zweimal die Woche. Je nachdem, wie ich Bock habe, aber ich würde schon gerne einmal in der Woche ein Video schaffen. Ich hoffe, den Leuten, oder die Leute, die halt eigentlich nur wegen Arma 3 abonniert haben, denen gefällt auch sowas. Ein paar von den Leuten haben ja sich auch meine Skate-Videos angeguckt. Ich hoffe, denen gefällt auch sowas. Bleibt trotzdem da. Wenn nicht, ja, tut mir leid, keine Ahnung. Also ich würde mich freuen, wenn möglichst viele da bleiben und auch vor allem neue dazukommen. Ich weiß nicht, also ich habe echt Lust auf sowas. Und das ist nicht erstmal die Hauptsache, deswegen hoffe ich dann auch mehrere Videos. Da werde ich einfach mal ein bisschen sowas erzählen von meinem Alltag, was ich so mache. Ich meine, ich habe jetzt kein besonders krasses Leben. Das ist, glaube ich, nicht krass unterschiedlich zwischen dem Leben von euch. Aber ja, vielleicht nicht. Ich gucke auch gerne anderen Leuten zu, wie die irgendwas Normales in dem Leben machen. Vielleicht geht es ja euch auch so. Ich will außerdem ein bisschen fahren, also ein bisschen irgendwas vom Fahren halt machen, ein bisschen Quatsch machen, ein bisschen Gas geben.
bisschen rumfahren einfach und irgendwie ein bisschen labern, irgendwelche Themen, auf die ich Bock habe, die mich aufregen, etc. Also sowas in der Art wird auf jeden Fall kommen. In Arma 3 weiß ich es noch nicht. Vielleicht erzähle ich auch im nächsten Video mehr darüber. Ich würde mich einfach wieder noch zurückmelden und ein bisschen was erzählen, was ich so vorhab. Erstmal auch sagen, dass es mich noch gibt und dass ich auch auf jeden Fall machen werde. Ich hätte mir eine Zeit lang überlegt, was ich hier gerne machen möchte auf YouTube. Bock habe ich auf jeden Fall, so viel steht schon mal fest. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt da, guckt weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.